Also folgende Situation, der Arbeiter liegt hier am Boden, muss quasi über den Schacht, also über die Öffnung nach oben gebracht werden, muss nochmal umgelagert werden in einer Trage und dann quasi seitlich muss er auf Erdgleiche runterkommen. Wir werden über die Steiganlage quasi raufgehen, werden quasi drüber unsere Umlenkpunkte schaffen, werden außerdem noch Lifeline spannen, wo wir uns sichern können und dann lassen wir letztendlich einen Retter runter, natürlich mit zwei Seilen, der zunächst einmal eine Lageerkundung macht und uns dann sagt, was er zusätzlich noch braucht. Außerdem werden wir einen zweiten Retter runterbringen, der quasi beim Umlager mithilft. Lass mal schauen, aber wahrscheinlich wird es auf ein lose Rollensystem hinauslaufen. Hängen wir ihn in die Halbtrage rein, stellen ihn senkrecht, Retter ist unterhalb von ihm, positioniert mit dem Grillon und dann ziehen wir beide rauf. Und oben wird er dann durchs Rettungsdienstpersonal empfangen, die auch gesichert sind, in die Schleifkapptrage verbracht. Und anschließend dann mit einer Abweisleine, die wir zum HLF spannen, wird er quasi runtergebracht und zwischendrin einmal vom Waagrechten ins Senkrechte und wieder in die Waagrechte und dann runter. Sam, du bist der Retter quasi. Der erste, du wirst jetzt gleich mal aufgehen, installierst die Lifeline. Stefan kommt als zweiter auf mit dem Flaschenzug. In der Zwischenzeit, der Joe wird oben die Umlenker setzen. Außerdem schmeißt man noch ein Seil runter und dann werden wir die Trage und das restliche Material dann seitlich raufziehen. Okay, ich war bereit. 2,5 Meter noch. Okay, jetzt kann. Also ich habe jetzt Kontakt aufgenommen mit der Person. Er klagt über starke Rückenschmerzen. Wir brauchen eine Halbtrage, Flaschenzugsystem und einen zweiten Retter. Wir werden das dann mit dieser Schaufeltrage, das ist so eine kleine Stecktrage, die kommt links und rechts bei dir unten drunter und da heben wir die dann hoch und können die in diese Rettungstrage da einbetten und dann werden wir die, weil das die einzige Möglichkeit ist, durch diesen Schacht wieder nach oben ziehen, da bist du dann begleitet vom Kollegen, oben kommst du dann wiederum in eine etwas bequemere Trage rein, da ist dann der Rettungsdienst oben und dann werden wir die draußen wieder auf die Erdgleiche runterlassen. Alles verschlossen und bei dir, schau mal her, das ist auch alles zu. Es ist oben eine relativ große Luke offen, wo absolute Absturzgefahr vorherrscht. Ihr habt an euren Gurten ein Klettersteig gesetzt, da ist im Endeffekt ein Bandmaterial gespannt, das ist eine Lifeline, da hängt sie euch ein und passt auf, wo sie hindreht, tretet oder nichts runterwerft, aufpassen mit Absturzgefahr. Wir haben den Patienten jetzt unterhalb vom Schacht und waren bereit zum Eilen. Soweit auch okay. Also es ist irgendwelche sichtbaren Blutungen, Knochenbrüche. Also, haben alles über ein Gefühl. Genau. Okay. Genau. Also wir werden jetzt einen Patient quasi müssen wir übers Glander bringen.
Und da werden wir jetzt gemeinsam links und rechts an der Trage hochheben. Wir werden beide Seile straffen, bis er mal oben hängt. Dann hängt sich der Retter mit dazu. Spannen wir die Abweisleine, fixieren die Riggenplatten an der Abweisleine und dann geht es eh schon los. Okay, Patient, okay.